Friends, welcome back to the Resident Evil Experience with Amstart. So, beim letzten Mal sind wir hier in diesem Raum gelandet. Hier könnten wir theoretisch was aufbrechen, wenn wir einen Dietrich hätten. Hier haben wir schon mal rausgeholt. Sicher, wo wir jetzt hin müssen. Ich habe gesehen, das Game ist eigentlich ein bisschen zu dunkel, war. Ich werde es mal ich glaube so versuchen wir es mal so. Ich fand es auf dem Handy ein bisschen zu dunkel zum Schauen. Ich glaube, wir machen das mal so. Es sieht zwar saugeil aus, wenn es so dunkel ist. Aber es ist halt auch irgendwie schwierig zu folgen. Ja gut, wo sollen wir denn weitergehen? Nu? Ach hier. Gar nicht gesehen. Kein Schlüssel dafür oder sowas, ne. Da ist da irgendwas drin, aber wie kriegen wir das da raus? Müssen wir einfach wieder zurückgehen, oder? Bin mir nicht sicher, Leute. Mal kein Geheimversteck hier. Wir haben auch nichts bekommen, oder? Items oder ähnliches. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach nochmal wieder zurück. Pausier mal ganz kurz für euch. Also Friends, wir müssen hier in den Keller. Hier ist dieser Zerlegeraum wohl. Oh.
stirb! Du Ekel. Da ist eine Notiz. Ich hab den Kerl geschnappt, der immer zu fliehen versucht. Ich hab den Verbrennungsofen ganz links gesperrt, damit er nicht wieder abhaut. Hol ihn raus, wenn er fertig ist. 3A und ein Handabdruck. Ganz links. Kann ja sein, dass da noch was drin liegt, so itemtechnisch, deswegen mache ich die anderen auf. Ah, 3A und ein Handabdruck. Tamara hat 3A. Leute. Workshop. Gerade sagen, oft kann ich nicht mehr schießen. Und dann nur Headshots. Cheater haben sie mich genannt. Sechs Schuss noch. Ich hab da nur noch das Messer. Super. Kann er nichts anderes machen, Bro? Ah ja, klar. Schick mir 28 Gegner, Digga, und gib mir 3 Mumpeln zum Schießen, ey. So ein Schwachsinn. Oh, Leute, das war gerade schon wieder ein Kampf, Alter. Ich hab den letzten gerade abgeschossen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der letzte war. Alter, war das ein Kampf, ey. Hier liegt actually im Schrank noch eine krasse Chemikalie hier in dem. Damit kann man die verbesserte Pistolenmunition bauen. Und damit konnte ich die Bäden jetzt abschießen.
Okay. Komm im Zerlegungsraum. Wir brauchen einmal alles, bitte. Kriegt ja Scheiß, ey. Ich hab nur noch das Messer jetzt. Halb tot. Das heißt halb. Ein Schlag und ich bin weg. Weiß nicht, ob ich jetzt auf eine Chemikalie warten sollte. Ah, der letzte Hundekopf. Hi. Du kommst hier nicht raus! Ich glaube auch, dass ich hier nicht rauskomme. Oh, Entschuldigung, Junge. Geht's hier? Nee. Wie denn auch? Wir hatten den ganzen Tag schon von Perversen gejagt hier. Er steht einfach an mir dran, Bro. So, ich muss ihn jetzt zerschlagen lassen, wa? Dann könnte es vielleicht was werden. Also Leute, das Gunplay in diesem Spiel ist der letzte Trick. Also mit Controller kann man einfach hier nichts ausrichten. So schlecht. Schießpulver, toll, ich habe aber keine Chemikalien mehr. Wir müssen gegen ihn kämpfen. Wir brauchen die Kettensäge. Wozu ist das denn bitte? Okay, next try. Hier nicht raus!
Ich kann doch genau nichts machen hier, Alter. Was ist denn für eine Verarsche? Haben die mal überlegt, dass man keine Munition mehr haben könnte in diesem Kampf? Hat da irgendjemand mal dran gedacht? So, ich brauche sein Gerät, aber. Ich stecke in dem Fell nicht zu fest. So ein bescheuerter Kampf, Alter. So, Leute, da sind wir wieder. Ich weiß ja nicht mal, was er da für eine kranke Waffe hat, Alter. Scheiße.
Komm schon, ich will auch mal so ein Duell gewinnen hier. Mann, ey, könnt mich nur aufregen, Alter, über diese Pissspiele. Okay, Leute. Mikro geht wieder gar nicht. Man darf nicht zurückschrecken von dem Pisser. Wieder rein in die Hitbox. Das geht gar nicht. Ah ja. Gibt's Loot? Tu mir einen Gefallen und bleib tot. Tja, ich glaube nicht, dass das was wird. Wir haben ihn Gott sei Dank besiegt, Leute. Oh Mann. Das war doch echt scheiße. Das wollte ich nur abholen. So, wir müssen jetzt echt den ganzen Scheißweg zurücklatschen, ja? Göttlich. Ich glaube nicht, dass er auch nur ansatzweise tot bleibt. Ich hab ja nichts. Wie groß dieses Haus ist, ne? Das ist unglaublich. Ich hab ja auch nichts mehr außer mein Messerchen. Wir haben jetzt den letzten Hundekopf. Und wir gehen jetzt bloß raus hier aus dieser Scheiße. Speichern erstmal alle. Junge, richtig krasser Bosskampf. Also ohne Scheiß, der war richtig schwer. Die Oma schon wieder. Ich weiß auch gar nicht, wie man in die anderen Türen reinkommt. Da brauchen wir, glaube ich, noch irgendwelche Gegenstände für. Kommen wir vielleicht nochmal zu, ich weiß es nicht. Sieht irgendwie so aus, als würde mir immer irgendwo überall was fehlen. Wir müssen jetzt nochmal hoch ins Freizeitzimmer.
Ich will nämlich noch das Gewehr haben. Das müsste eigentlich funktionieren. Ein Skorpionschlüssel brauchen wir. Die Frage ist, wo kriege ich den nochmal her? Das heißt nochmal, ich habe den noch nie gefunden. So. Moment. Ah ja, Freunde, ich glaube, das Rätsel um die Skorpionenschlüssel-Kacke ist gelöst. Und zwar gab es ja hier noch diese komische Tür und das ist eine Schiebetür, die kann man einfach so aufmachen. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall allerhand Zeugs. Schon mal sehr praktisch. Dietrich. Schatzfoto. Skorpionschlüssel. Ah. Ein Kraut. Auch nicht verkehrt. So, dann gucken wir mal, wo wir hier hinkommen. Schlangenschlüssel. So, dann holen wir jetzt noch schnell die Flinte. Okay, der große Moment ist gekommen. Schauen wir hier noch schön mit. Lest euch durch. Das ist hier nämlich eine kaputte Flinte. Ich habe nicht genug Platz. Na sowas. Wir müssen das ja echt in die Truhe packen. Oh Mann. Nee, wisst ihr was? Dann machen wir das nächste. In der nächsten Episode gönnen wir uns dann die Flinte. Und dann können wir auch die Tür öffnen. Von daher, Leute, haut rein. Der M-Stars, ihr wisst Bescheid. Kommt morgen die nächste Folge? Nee, ich glaube, wir machen morgens Wochenende. Sonntag kommt keine Folge. Ich hoffe, wir kommen damit hin. Aber dafür Montag wieder. Also gut, haut rein, Leute. Ich hoffe, es gefällt euch. Bleibt bei dem Filmen dran. Auf Instagram, ja, poste ich jeden Tag den Film, der an diesem Tag fällig ist, den wir uns angucken. Bis zum 31. gibt es jeden Tag einen Horrorfilm, Leute. Keine Müdigkeit vorschützen. Instagram, wie gesagt, bleibt dran. Und ja, haut rein. Das machen wir übrigens auch am Sonntag. Ciao.